Erstmal an, willkommen zurück zu WoT Replays. Ich bin Coily, Replay Change Clan 48 ist im Gang, ist unterwegs mit Ludomantis vom Clan Kuhn in der Badget 25 Tonnen AP. Bataillon, Chatillon, wunderschön. Wir haben eine 100mm Kanone drauf, 300 Schaden bei 232 Durchschlag auf Standard, auf Premium 263 Durchschlag bei 300 Schaden und auf HE gäbe es 400 Schaden bei 50 Durchschlag, haben wir aber nicht dabei. Ne? Die hat der Ludomantis einfach mal vergessen. So, wir sind auf Flugplatz unterwegs in einem 9er Gefecht mit 8er und 7er Unterstützung. Haben einen, ja, einen ziemlich mobilen Untersatz da für uns, unter uns. Mit einer guten Sichtweite und einem vernünftigen Tarnwert. Aber mit einer Autoloader-Kanone. 6 Schuss im Magazin. Bei 300 Schaden macht 1800 Schaden im Durchschnitt. Ja, groß und ganzen eine recht feine Kiste. Wenn man mit dem Ding umgehen kann. Wir haben 2 Artilleries pro Seite und keinen Aufklärer. Können da hoffentlich gleich ein bisschen was aufmachen, was da versucht durchzufahren. Haben wir aber nichts. Direkten Treffer gesetzt. Okay. Lorraine 40 Tonnen. Hat ebenfalls 100mm Kanone drauf. Komm ich hier alles durch? Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, die hat nur 4 Schuss drin. Jo, und Ludomantis hat mir schon diverse Videos eingeschickt. Ich weiß gar nicht, ob er die Replay Challenge schon gewonnen hat. Hoppala! 432 schießt uns da direkt in den Arsch. Wir müssen mal ein bisschen aus dem Staub machen. Kommt aktuell noch keiner auf die Idee, uns hier ein bisschen zu unterstützen. Schweren Panzer befinden sich fast alle auf der D-, E- und F-Linie. Und jetzt haben wir den M103 dabei. Der hat wenigstens ein bisschen Gun-Depression mit dabei. Und auch eine recht vernünftige Kanone und einen guten Turm. Dann sehen wir mal, mit dem wir es anfangen können. Wir sind offen. Bewegen, bewegen, bewegen. Mhm. 1 zu 0 steht's. 298 Schaden haben wir uns gemacht. Erstmal gemacht. Wir haben noch 5 Schüsse im Magazin. Und so richtig auftun will sich hier nichts. Da haben wir einen P43 TER, der sehr frisch ist. Und falsch rum steht. Kriegt direkt einen verabschiedet. Verabreicht. AMX 50-100, der wäre ein Problem. Den müssen wir rausnehmen, denn der ist gefährlich mit seiner Autoloader-Kanone. Versucht da hochzufahren. Wir sind im Rückwärtsgang. Ja, das sieht nämlich ganz genau, wo du bist. Das Drecksding. Steht kurz vorm Busch, macht dich auf, fährt ein Stück zurück, sodass es vom Busch verdeckt wird und schießt dann. Das ist genau die Taktik, mit der man durch das Gefecht durchkommt. Lorraine 40 Tonnen da unten. Lorraine 40 Tonnen da unten am Sterben. Jawohl, AMX M4 45 als 7er Panzer in einem 9er Gefecht brauchst du nicht so weit vorfahren. So viel hast du dann noch nicht zu bieten. Da kommen wir durch, KV 5 keine Chance. Geben wir ihm eine und gleich noch eine hinterher, dann war es das ja auch. Sehr schön. Franzose killt Franzose. So gehört sich das. 1421 Schaden haben wir ausgeteilt. Noch nichts aufgeklärt. Und vom Blocken, Leute, wollen wir gar nicht reden. Das ist einfach mal der falsche Panzer dafür. So. Auf der rechten Seite ist der P43T ja am M103 abgeprallt. Was für eine Überraschung. Mal schauen, ob der jetzt hinten da ein bisschen Druck machen kann. Viele TDs dürften da drüben wohl nicht stehen. Wen schießt er auf den Type 59? Kette, wenn es geht. Jetzt. Unsere Beine geht locker. Ah, wir sind aufgegangen, aber haben nicht richtig Schaden gemacht. Ist nicht so fein. 6 zu 6 und tatsächlich unseren M103 verloren. Vom Objekt 430 zu rausgeklickt.
Der scheint ja ein gutes Spiel zu liefern. Hoppala, das tat weh. Abgeprallt am E75. Und wir sind wieder im Reload. 14 Granaten fürs Standard. 14 mal Standardgranaten haben wir noch. M53-55 nimmt unseren T34-2GFT raus. Das ist okay, jetzt mit 7,18 sind wir jetzt hinten. Das wird Zeit, dass wir mal die Beweglichkeit von der Kiste ein bisschen ausnutzen. Wie gesagt, Panzerung ist nicht besonders viel. Das heißt, wir sind der beste Freund der Artillerie. Wenn die auf uns schießt, macht sie auf jeden Fall Schaden. Selbst wenn sie uns nur an der Kanone küsst, das reicht trotzdem aus. Also einfach hier ein bisschen keine Bäume umfahrender Möglichkeit. Wir fahren rückwärts raus, damit wir sofort im Vorwärtsgang wieder zurückfahren können. KV-5 davon, der ist Two-Shot für uns nochmal. Abgeprallt, Nummer 1. Nummer 2 und er schießt daneben. Glück gehabt, Glück gehabt. Ne, das war nix. Wir gehen in den Reload und ziehen uns ein Stück zurück. 7-9. Der Liberty und der Defender müssen da hinten erstmal alleine klarkommen. Der Defender ist nur noch mit 550 HP dabei, der Liberty nur noch mit 200. Dann ist hier die Heavy Line gefallen. Und wir haben noch dazu niemanden, der auf der H, J und K Linie irgendetwas sichert. Das ist nicht so schön. So. Liberty nimmt den FV raus. Und unser Defender nur noch mit 130, habe ich das richtig gesehen, 139 HP. Das ist nicht genug. Noch dazu, das Objekt 430-2 ist auch noch am Leben. Und das ist gefährlich. Das hat uns schon mal das ein oder andere Mal hübsch erwischt. Kann nicht sagen, wo sich das derzeit aufhält. Liberty raus, Defender raus. Nicht so prall. 1743 Schaden aktuell. Wir haben noch zweimal Artillerie und ein TD. Das dürfte nicht ganz reichen, um da noch irgendwie was Ordentliches zu reißen. IS-152 fährt davon. Am Gegner sind alle drei 9 am Leben. Bei uns sind noch 2. Wo ist der E75? Der müsste normalerweise mit 2 Klicks draußen sein. Mit einem. Sehr schön. Ah, schade. Da scheint jemand nicht zu wissen. Okay. Wir sind offen. Und wir gehen in den Reload, was gefährlich ist. Wir wissen nicht, wo das Objekt 430-2 ist. Und das könnte, ja, das könnte richtig mies enden. Denn das Ding ist nicht gerade lieb zu uns. Verdammte Scheiße. Also jetzt wird's eng. Objekt 430-2 noch am Leben. Da dürften auch noch einiges an HP übrig sein. ISO 152, da ist das Objekt. Wie viel HP hat das noch? Nee, der Emil hat es rausgenommen. Das ist ja fein. So kann man das machen. Der hat gerade mitbekommen, dass er auf dem Radar ist. Treffer Nummer 1. Okay, zweiter Treffer gibt es nicht. Und wir sind offen. Denk mal, der GW Panda guckt in die falsche Richtung. Ich hoffe es zumindest. Oder nicht? Hoppala, daneben und daneben. Geil. Sehr schön. So, 2 Schuss haben wir noch. Jetzt wissen wir auch, wo die andere Artillerie steht. Die steht da drüben. Hat auch gerade eben geschossen. Bedeutet für uns, wir können die jetzt abräumen gehen, wenn sie sich nicht auf den Weg macht und schneller fährt als wir. Tut sie aber nicht, glaube ich. Ich glaube, die Franzosenartig sind dann ein ganzes Stück schneller. Mhm.
Wo haben wir dich? Nachgeladen dürfte er noch nicht haben. Also dürften wahrscheinlich zwei Schuss anbringen können. Und die werden wir auch brauchen. Ja, wo stehen die kleinen hinterlistigen Drecksdinger? Da ist er. Auf der linken Seite. Hat uns aufgemacht. Schieß daneben. Geil. Sehr fein. Ich würde mal Premium laden, mein Freund. Wenn die IS-152 da hinten mit auftaucht und die hat HE drin, die braucht gar kein HE, die braucht nur ganz normale Standardmunition, nimmt dich raus, dann wird es richtig eng. Also, wir müssen zwar den großen Weg fahren, aber es geht leider nicht anders, auch wenn wir da mit dem M53-55 die Möglichkeit geben, wieder nachzuladen. Wäre jetzt echt die Frage, ob wir zuerst die ISO rausnehmen sollten und dann die Artillerie. Das würde fast Sinn machen, denn die Artillerie rechnet damit, dass wir aus irgendeiner Seite aus angreifen. Da steht sie. Einmal Treffer und zweimal Treffer. Jessikowski. Wir sind nicht aufgegangen. ISO 152 steht da drüben. Treffer Nummer 1. Nummer 2. Munitionstreffer. Sehr schön. Kill Nummer 6. 3707 Schaden ausgeteilt. 153 aufgeklärt. Nix geblockt. Und gewonnen. Sehr geil. Schauen wir uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. Bin ich echt gespannt. Vorher gibt es natürlich wie immer ein kleines Foto. Bataillon, Chatillon. 25 Tonnen. AP natürlich nur. So hat sie ausgesehen. Man sieht es da, Wiegetrum-Technik wurde dann irgendwann abgeschafft. Man sieht es da an der Gummilippe, die war einfach zu anfällig. Ein Schuss mit allem, was größer ist als, sagen wir mal, Kaliber 50 da drauf, ist die Gummilippe zerstört und das Fahrzeug nicht mehr ABC-sicher. Riesenproblem, deswegen hat es den dann irgendwann nicht mehr gegeben. So, wir haben eine Stufe 1 bekommen nur, also Klasse 1. Eine Top Gun haben wir bekommen und eine Pascucci-Medaille für zwei zerstörte Artillerie. Wir haben 3707 Schaden gemacht, 1126 Basis-XP geholt bei 6 Kills, haben 60.000 eingenommen, 36.000 für Munition ausgegeben und 26.000 für Konsumgüter, dann noch 9.000 zum Reparieren, bleiben 12.000 nasse auf dem Konto. 24 Schüsse abgefeuert, 18 haben getroffen, 15 haben durchschlagen, ein bisschen Schaden auch gemacht, über 300 Meter. Das ist nicht die genaueste Kanone, hat man vielleicht gesehen. Deswegen alles über 300 Meter wäre mit Vorsicht zu genießen. So, 6,27 Kilometer sind wir gefahren und wir haben eine richtig geile Runde gesehen. Vielen Dank, Ludomantis, für diese geile Runde. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Fleißig draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal natürlich. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.